Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute Darkness Under My Bed. Ein Spiel, vor dem sich Benny ewig, nicht gefürchtet, aber gegrault hat irgendwie. Es ist der Nachfolger von A Game for Honor und ja, dann rein in den Krempelhaufen. So, Empty Slot, First Mission. Das würde ich jetzt mal sagen, das ziehen wir mal durch. So, und alles sieht immer so ein bisschen aus, es ist halt Darkness Under My Bed, ne? Irgendwie, wir sind irgendwie ein kleiner Wicht und befinden uns jetzt hier schön in irgendeinem, ja, Krempelhaufen. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Es ist ein Krempelhaufen irgendwie. Und das macht aber das Spiel so ein bisschen aus. Ich finde es ganz geil. Ich mache mir mal so ein bisschen Hall an, ne? Um einfach die Größe dieses unheimlichen Haufen Schrotz hier mal irgendwie zu erfassen. So, dann geht's halt mal los hier. Und dann krauchen wir mal jetzt rein. So, hier haben wir eine Steckdose. Powercord. Hier können wir noch nichts machen. Code. Okay. Ja, ich habe natürlich noch keinen Code, den ich eingeben kann. Schauen wir mal weiter. Oh, Klebeband. Das nehmen wir mit. Und hier haben wir... You can carry only one. Okay, alles klar. Wir können nur eine Sache mitnehmen. Dann würde ich mir erstmal... Und das Band ist weg. Okay. Na gut, dann schauen wir mal erstmal. Wo können wir das benutzen? Was ist das hier? Apfel oder was? Gott. Okay, Batterie ist alle. Das Coole war bei Game for Honor, dass das Menü, auf das du zugreifen kannst, ich mach mal den Hall aus. Ist ja Quatsch. ist Quatsch. Dass der Hall... Sorry, Leute. Ich bin schon total drin in diesem verrückten Spiel. Die Menüs sind mit eingebunden. Das heißt, du musst jetzt hier wahrscheinlich halt einfach sagen, okay... Alles klar. Und wir sind in einer Art Energiesparmodus. No. Oh. Okay, wir können zoomen. Ich kann noch nichts machen. So, wofür brauchen wir die Nadel? 2, 5, 6. Ah, okay. Nee, mag er nicht. Mag er nicht. 256 ist halt. Ja, okay, Seite 256 mal aufschlagen und wir finden eine Büronadel. Aber ich hab noch. Dann ist die Nadel jetzt weg. Okay, alles klar. Hier vorne haben wir noch ein Buch. Können wir hier den Paperclip benutzen? Wunderbar. Das machen wir. Und dann können wir nach hier gehen. Oh, hey, eine arme Puppe. Eine sehr traurige Puppe. Schauen wir mal. Ein Stift. Okay, den nehmen wir mit. Not enough energy. Alles klar. Okay, wenn ich den nehme, ist der Stift weg. Was haben wir denn da? Hungrige Spinnen. Können wir... Ah, writer address. Okay, cool, der Stift ist weg. Dann können wir uns jetzt den Geldschein nehmen. Was machen wir mit dem Geldschein? Use money. Und wir können einen Brief verschicken. Und wir haben wieder Geld. Wahrscheinlich wieder... Ach, wir haben die Stromrechnung bezahlt. Wahrscheinlich. Okay. Gut. Können wir jetzt... Ja, jetzt können wir hier lang. Lampe. 223. Lass uns doch mal kurz in das Buch schauen. Auf Seite 223. Ein Streichholz. Nehmen wir. Mal schauen, wofür. Oh, jetzt mit blutiger Hand. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja ganz toll. Okay, weiter geht's. Ja, ich habe leider Benny nicht dazu bekommen, dieses Spiel zu spielen. Er grault sich davor. Okay, use Streichholz. Das brennen wir das jetzt weg. Ja. Haben wir weggebrannt. Was haben wir hier? Sieht aus wie eine Lampenfassung.
Oh, krass, so aus Pappe macht er Häuser. Das ist, also ich finde es cool. Es ist hochgradig verstörend. Clear the path. Was ist denn das? Overheat. 100%. Okay, das ist zu heiß. Kannst du nicht anfassen. Was haben wir hier? Eine Vase? Okay. Ist in der Vase was drin? Clear the path. Das sieht nicht so aus. Leere Vase benutzen. Was? Wozu? Was? Haben wir das jetzt repariert damit oder was? Hä? Oh, use water in Vase. Alles klar. Damit ist es abgekühlt und jetzt können wir es wahrscheinlich anfassen. Ah, okay. Wir brauchen eine Nebelleuchte. Warte mal, hier vorne war eine Lampe. Aber wir können ihn nicht nehmen. Ja, okay. Bei den Spinnen können wir nichts machen. Ah, okay, einfach herkommen. Hier können wir nichts tun. Beim Buch können wir auch nicht nochmal nachschlagen. Und das ist die letzte Seite hier. Können wir hier nicht irgendwas machen? Nee. Hier finden wir auch nichts. So, das ist keine Fassung, das ist ein Rohr, irgendwie ein leckendes Rohr. Da haben wir das Wasser her. Naja, okay, ja, jetzt macht Sinn. So, was ist denn hier mit der Lampe? Gib das doch her, das Ding. Moor. Ah, warte mal, wir müssen. Ah, verstehe. Error. Replace the fog light. Okay. So, jetzt haben wir normales Licht und jetzt können wir vielleicht was bei dem Nebel sehen. Jawohl, hier kommen wir jetzt weiter. Oh Gott. Ich finde es halt auch so krass, so das Fehlen von jeglicher Art von Musik. So, dass du hörst halt irgendwie nur so ein Ambient-Rauschen. Und Vögel jetzt. So, was? Brotkrumen, okay. Brotkrumen. Hier haben wir ein paar Vögel. Harvest. Okay, na dann hol die Ernte. Was haben wir hier? Put down grain. Nee. Das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg. Hier geht nichts. Oh. Oh, okay. Okay. Schauen wir mal hier. Use grain. Benutzt was mal hier beim Brotkrumen. Oh, okay. Jetzt sind die Vögel hier. Wo fehlen sie jetzt? Hier sind sie noch da. Hier sind sie noch da. Hier sind sie jetzt scheinbar weg. Oh, haben wir jetzt eine Vogelscheuche? Ist das eine Vogelscheuche? So, hier würde ich kennen. Genau, Scarecrow benutzen. Und sie sind weg. Und was haben wir jetzt hier? Können wir die Puppe nehmen? Knochen. Wir haben Knochen. Einen Knochen. Wofür haben wir jetzt einen Knochen gefunden? Wofür ist der Knochen? Genau von hier bin ich doch gerade gekommen.
Nichts. Nee. Oh, warte mal, vielleicht. Wir können ja bloß ein Objekt nehmen. Dann machen wir hier den Knochen rein. Holen uns die Vogelscheuche wieder. Stellen die mal hier hin. Vielleicht kommen wir dann in die... Ja, jetzt kommen wir in die Tür hier rein. Na, alles klar. Okay, hier. Oh, oh Mann. Der arme Hund. Der kriegt auf jeden Fall den Paperbone. So. Zack. Use Paperbone. Und was haben wir? Wir haben... den Wetterbericht. So, was sollen wir jetzt mit dem Wetterbericht? Können wir jetzt raus? Ja, können wir jetzt raus. Warte mal, wir konnten noch eins zurück. Hier ist nichts. Okay, alles klar. Eine verschlossene Tür. Tools. Hier schon sind die Nebelleuchter. Können wir auch nicht ausschalten. Lost and found. Okay. Ebenfalls verschlossen. Kommen wir noch woanders hin? Nee. Okay, was sollen wir tun? Sollen wir von hier nochmal irgendwas holen? Ist ja Quatsch, was würde uns jetzt hier bringen? Lost and found. Kann ich auch nicht ausschalten. Okay, was, okay, wo sind wir hier? Hier ist eine Tür offen, hier gehen wir mal rein. Was sind das? Was sind das bitte? Yay. Eine blockierte Tür. Okay, brauchen wir hier ein Radiergummi oder irgendwas? Tintenkiller? Erschrecken wird Sid. Ist das ein Stofftier? Okay, die Falle scharf machen. Oh nein. Unfreundliche Maus. Und, nu? Okay, und unsere Maus ist deaktiviert. Okay, ich kann die Maus nicht bewegen. Ich kann nur geradeaus. Na super. Move away. Okay, help. Ich kann auch nur... Ich kann nur klicken. Kann nicht bewegen. Kann nur klicken. Oh, mal rausgeklickt. Schön. Install Software. What? Okay, machen wir mal. Yay. Okay. Und jetzt können wir wieder bewegen. Jetzt können wir uns wieder bewegen. Und wir haben jetzt Error. Ach hey, alles klar. Gut, wir können jetzt uns... Error. Wir können uns nichts mehr ansehen. Überall steht jetzt Error oder was? Oh, eine kranke Puppe. Papier. Keine Ahnung. Was ist das? Oh, ein Hammer? Error. Was macht er denn jetzt hier mit Error? Ja, nichts macht er mit Error. Oh, eine Schere. Error.
Error. Error. Okay, wir können es danach auch nicht nochmal anklicken. Oh, es ist schon verstörender Scheiß, Alter. So, eine Platine haben wir hier. Cover it with Schnott. Okay. Oh krass, die Kamera ist auch so im Arsch jetzt. So, hier haben wir Papier, damit können wir noch den Schnott wegmachen bestimmt, oder? Ach, hier ist der Pfeil. Und bitte wegwischen. Jawohl! Und den Part installieren wir uns erstmal gleich. Die Hardware installieren wir uns sofort erstmal. Und wir haben wieder ein klares Bild. Ah, super, alles klar. So, wir haben den... Der Virus ist behoben worden. So, ein Stück Draht. Warte mal, Draht war noch hier. Den benutzen wir da. So, das haben wir jetzt verbunden. Was haben wir denn jetzt hier verbunden? Kranke Puppe. Schere nehmen wir jetzt mal mit. Und dann können wir, glaube ich, hier vorne bei der Puppe was aufschneiden. Ja, Wokley zermetzelt, Alter. Meine Fresse. Was für eine kaputte Scheiße. Ah, alles klar. Und hier haben wir den Stecker zur Steckdose. Und was aktivieren wir jetzt damit? Was haben wir jetzt aktiviert? Oh, okay, das Papier ist weg. Durch Strom. Okay. Move. Ach, so eine unheimliche Puppe, ey. Weiter geht's. Warte mal, Sound. Sound Error. Play. Advanced Audio. Keine Schreie. Cry for Help machen wir aus. Voice of Reason aus. Confession. Restart Audio Driver. Ist ja schön, dass wir das jetzt aktiviert haben. Wunderbar. Na toll. Was haben wir da? Im Müll? Jake, was ist denn das? Was nehmen wir denn da? Was wartet? Was haben wir jetzt genommen? Einen Schlüssel haben wir genommen. Dirty Key. Okay, Tür ist offen und hier ist ein Hammer und schauen Sie ja mal oder was? Okay, wir haben den. Hi. Wir haben den Hammer hier genommen. Können wir mit dem Hammer das wegmachen hier? Wegkloppen. Ja, ging. Gut, wo ging es jetzt? Nach links weg? Also man muss sagen, dieses Konzept, dieser Spiel, also so war bei Game for Anna. Du konntest mehrere Enden freispielen, in denen du halt mehrere Lösungswege gegangen bist. Irgendwie. Und wenn du eine gewisse Richtung eingeschlagen hast, dann konntest du quasi nur dieses Ende nachher freispielen. Irgendwie, du konntest dann nicht nochmal zurück auf ein anderes Ende. Wie vorhin mit der Nadel. Ne? Wir haben eine Nadel genommen, konnten die aber nirgendwo benutzen. Ne? Wir haben uns also entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Und ich glaube, das, was Benny letztens so in den Wahnsinn getrieben hat, ist, weil wir halt einfach alle Enden freigespielt haben von diesem kaputten Game. Monster Hideout. Schön. Clean the Lens. So, machen wir mal die Linse sauber. Viel besser. Viel besser. So, einfach so einmal rüber erwischt nur. So, hier haben wir ein Fragezeichen. Half-Eaten Teddy Bear, Alter. Oh Gott. Oh, über diese Puppen. Join us. Auf gar keinen Fall. Heavy Gate. Okay. Hier brauchen wir anscheinend Schlüssel oder irgendwas. Unstable Camp. Okay.
Oh. The Tomb. So, kommen wir hier. Können wir irgendwas nehmen hier? Nee, ne? So, die Säule kriegen wir nicht stabilisiert. Take. Was haben wir denn da? Was haben wir jetzt genommen? Was ist denn das? Zettel oder was? Können wir damit irgendwas machen? Nee. Ach, das ist so ein Stück Cutter-Messerklinge. So, dann schneiden wir mal die stille Mumie auf. Und haben ein Stück Papier, ein Stück Pergament und damit können wir die Säule stabilisieren. Pull the rack. Ach, jetzt können wir an der Säule ziehen. Und Eingang ist kaputt gegangen und wir haben einen Stein. So, können wir den hier benutzen? Ja, Heavy Stone kloppen wir auf den Sarg. Wir suchen und finden einen Schlüssel. Vielleicht für das Heavy Gate. Sieht gut aus. Ja. Was ist das, Alter? Ich sag schon mal, mein kleines Reismännchen. Oh, shit. Also grundsätzlich, ich finde die Idee halt echt cool, also aus Kartons und so. Und das ist, ich finde das wirklich als sehr, sehr verstörend. Finde ich wirklich sehr unangenehm. Ich weiß nicht, wie euch hier. Schreibt es mal gerne bitte in die Kommentare. Aber ich finde es sehr unangenehm. So, hier rechts ist ein Totenschädel. Geh mal nicht nach rechts. Geh mal vielleicht hier lang. Was haben wir hier? Kokain. Kokainum. Streichhölzer. Können wir eins nehmen? Schwere Leiche. Okay. Das sieht nicht gut aus. Und ich kann nicht zurück. Okay, wir müssen die Night Vision anmachen. Alter, nicht doch. Und jetzt ist es auch nur noch geradeaus. Fix the light. Okay, hier können wir unsere Lampe reparieren. Wir können nicht mehr zurück. Join us. Mission complete. Okay, wir haben irgendein Ende freigeschaltet. Fragt mich bitte nicht, ob es ein gutes Ende, ein schlechtes Ende oder ein x-beliebiges Ende ist. Ich weiß es nicht. Ist also selbst bei A Game for Honor, wo wir alles freigeschaltet haben, standen wir nachher da und dachten uns so, Aber okay, das war unser Durchlauf von Darkness Under My Bed. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Abo freuen. Einen Daumen nach oben unter dieses Video, tut immer gut. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, räumt unter euren Betten auf. Bis denn. Tschüss.